unsere EU-Projekte, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil für uns sind es tatsächlich Möglichkeiten, die Zukunft auszuprobieren. Wir müssen nicht hier eine ganze Strategie für die ganze Stadt überlegen, sondern an einem kleinen Pilotprojekt gucken wir uns gezielt an, was bedeutet es, wenn wir verschiedene Dinge umsetzen. Ein Schwerpunkt der Nexentec ist für mich sicher die Logistik. Durch den zunehmenden Internethandel haben wir vor allem im innerstädtischen Bereich einfach einen zunehmenden Lieferverkehr. Dem müssen wir begegnen. Das tun wir mit einer Exzentrik-Maßnahme. Das sind Mikrodepots, die am Stadtrand deponiert werden, wo die großen Zulieferfirmen Päckchen in diese Mikrodepots legen und diese dann von Lastenrädern abgeholt werden und im innerstädtischen Bereich verteilt werden. Dadurch nimmt man einfach den innerstädtischen Lieferverkehr, nimmt man den Druck raus und hat einen umweltfreundlichen Logistikzulieferer im innerstädtischen Bereich. Ich denke, viele Menschen in unserer Stadt würden auch anders unterwegs sein, wenn es besser möglich wäre. Und sie würden dann auch sehen, was es für die Lebensqualität in ihren Stadtvierteln bedeutet. Ja? Dann haben wir auf einmal ruhige Straßen, wir können Bäume pflanzen, den Raum wieder ganz anders nutzen, wenn wir es hinbekommen, dass die Menschen umsteigen, vom Auto aufs Fahrrad, auf den öffentlichen Nahverkehr. Dann haben unsere Projektpartner auch unseren Concierge-Dienst anschauen können. Den haben wir schon in seiner Testphase gelauncht im letzten Jahr. Das ist eine zentrale Abhol- und Annahmestelle für Pakete. Der Concierge-Dienst ist nicht nur für Mobilitätsthemen zuständig, er verknüpft auch das Quartier, er vernetzt die Personen, zum Beispiel ist er wie eine Art Börse, vermittelt Handwerkerdienste, Babysitterdienste, alles, was man so in der Nachbarschaft mal braucht oder sucht und, oder halt auch anbieten kann. Man kann dort seine Hemden zur Reinigung bringen, seine Schuhe zum Putzdienst und so weiter. Das heißt, er verknüpft wirklich das gesamte Projektgebiet. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen mit Sitz in der Parkstadt Schwabing zur Unterstützung von Fahrgemeinschaften für den Arbeitsweg. Wir haben mit mehreren Unternehmen das betriebliche Mobilitätsmanagementprogramm durchgeführt, wo verschiedene individuelle betriebliche Maßnahmen implementiert werden. Aber dann haben wir auch analysiert, welche Maßnahmen machen nur gemeinsam Sinn. Dazu gehören die Fahrgemeinschaften, denn hier kann man nur eine kritische Masse an Fahrtgesuchen und Fahrtangeboten erreichen, wenn die Unternehmen sich zusammentun und allen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit für Fahrgemeinschaften anbieten und firmenübergreifende Fahrgemeinschaften ermöglichen. Ja, ganz toll. Also die Menschen, die hier in dem Living Lab hier wohnen, die leben eigentlich heute schon in der Zukunft. Die leben heute schon in einem Quartier, wie man es sich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren eigentlich für das gesamte Stadtgebiet wünscht und vorstellt. Sie haben ganz tolle Formen mit Mobilitätsstationen, mit Concierge-Service. Von daher kann man eigentlich nur jeden unterstützen, so er noch nicht hier lebt, hierher zu ziehen und bei dem Projekt aktiv mitzumachen, weil das ist auch aktive Stadtgestaltung durch jeden einzelnen Bürger und Bürgerin. Ich würde den Bewohnern als allererstes mal sagen, liebe Bewohner, nutzt das Angebot. Nutzt es in dem Sinne, dass ihr es ausprobiert und gebt uns ganz klares Feedback, ehrliches Feedback. Ist es gut oder ist es schlecht? Was ist gut, was ist schlecht? Wo können wir besser werden? Wo sind wir schon gut? Was braucht ihr, woran wir noch gar nicht gedacht haben? Das ist das, was wir eigentlich auch herausfinden wollen. Denn mit dem Projekt versuchen wir natürlich, auf bestehende Problemsituationen aufmerksam zu machen und eben Alternativen zu erarbeiten.